Ich habe auch den Eindruck aktuell, wo ich jetzt schon mal hier bin, kann ich ja mal ganz leid klar. Ja, mach mal. Ich habe auch den Eindruck, ich habe öfter das Bedürfnis, einfach mal meinen Kopf so zu knacken. Richtig. Herzlich willkommen heute auf meinem YouTube-Kanal hier auf der Physiopath. Und zwar habe ich heute einen besonderen Gast. Jeder kennt ihn, ist, glaube ich, der bekannteste Rettungssanitäter Deutschlands. 5-Sprechwunsch, Luis ist da. Herzlich willkommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir heute zusammengekommen sind, haben wir uns mal gedacht, wir gucken uns mal deinen Körper an und schauen mal, was hast du für Beschwerden und vor allem beruflich bedingt, was sind die Beschwerden, wo du sagst, okay, ey, das kommt daher und ich habe die und die Schmerzen. Aber es gibt ja auch Zusammenhänge im Körper und vielleicht kann ich dir, Luis, mal so ein bisschen zeigen, dass das nicht immer nur das eine ist, sondern auch die Ursache gegebenenfalls woanders liegen kann. Schieß doch mal einfach los, was sind deine Beschwerden und sag mal hallo. Hallo zusammen, danke für die Einladung. Danke jetzt hier für die kostenlose Physiotherapie-Osteopathie-Stunde. Ja, im Rettungsdienst hebt man ja sehr viel und man hebt ja, also die Trage liegt ja meistens auch teilweise komplett auf dem Boden. Und man hebt zwar gemeinsam, aber nicht immer. Das bedeutet, man geht aber komplett runter und hebt dann da wirklich, ich würde mal sagen, 50, 60, 70 Kilo auf jeden Fall hoch. Und ich habe eigentlich regelmäßig Probleme hier. Genau hier unten im LWS-Bereich. Steh doch mal auf und, ja, und zeig's mal in die Kamera. So, jetzt ist das erste, ist das Body Reading. Das ist ganz wichtig. Wie zeigt derjenige dir den Schmerz? Also, sag mal, wo hast du die Schmerzen? Da. So, das ist sehr, sehr punktuell. Es gibt drei Sachen oder vier Sachen, wie Leute einem Schmerz zeigen können. Es gibt punktuell, dann ist es meistens irgendwie wirklich der Wirbelkörper, Bandansätze, Muskelansätze. Dann gibt's die Leute, die zeigen dir sowas. Ja, also so, hier tut der Rücken weh oder hier so. Ja. Dann ist das meistens das fasziale Bindegewebe, was betroffen ist. Mhm. Dann gibt es die Leute, die zeigen dir so, beim Schulterschmerz zum Beispiel, dann ist das meistens auch so ein Infalt, also von der Faszie irgendwie draufgefallen, gestaucht. Oder, was ganz häufig vorkommt in der Schulter, mir zieht es hier so hin. Mhm. Oder es zieht mich hier so lang. Dann ist das ein Triggerband, das heißt, Faszien haben auch Triggerbänder. Dann kann sein, dass die Faszie sich so aufgedehnt hat ein bisschen. Und das zieht man dann zu wie so ein Zip-Beutel, die ihr so kennt. Das ist auch so das Erste, was ich zum Beispiel mittlerweile mache. Das ist ein Test, den macht man in der Osteopathie sehr gerne. Und zwar, du stellst dich mal mit beiden Füßen hüftbreit hin. Könnt auch ein bisschen breiter stellen. Dann guckst du nach vorne, atmest ein und bei der Ausatmung schließt du deine Augen. So, zum Beispiel, jetzt hast du gesehen, er geht so ein bisschen zurück mit zu den Augen, aber geht nicht wieder nach vorne. Der normale Weg wäre eigentlich rück und vor, ganz gerade. Das wäre normal, weil das Rückenmark sich ausgleicht. Das Problem ist, wenn er nur nach hinten geht, ist die Problematik wirklich unten in der Lendenwirbelsäule. Ich habe auch den Eindruck aktuell, wo ich jetzt schon mal hier bin, kann ich ja mal ganz leid klar. Ja, mach mal. Ich habe auch den Eindruck, ich habe öfter das Bedürfnis, einfach mal meinen Kopf so zu knacken. Richtig. Weil du denkst, hier hinten ist fest. Ja. Dann wäre jetzt in der jetzigen Zeit, kennst du gut genug wie ich, hattest du Corona? Nein. Also hattest du noch nicht? Also doch, vor ein paar Monaten. Doch hatte ich. Also du hattest Corona, ja. Bist aber genesen sozusagen. Genau. Es kann sein, und das ist vielleicht jetzt wirklich gar nicht so abwegig davon, dass eine Forschungsgruppe von mir oder die ich kenne in Hamburg wirklich Leute getestet hat und es geht auf die Hirnnerven. Also Corona setzt sich im Gehirn fest und vor allem an der Schmerzerinnerung und an den Hirnnerven. Und damit haben wir den Vagusnerv mit drin, der ja oben rauskommt aus diesen beiden Löchlein am Schädel, Jugulare, aber ist jetzt egal, und zieht dann seitlich hier am Kehlkopf bis runter in den Darmbereich. Ja? Und das sollte man in der jetzigen Zeit immer schon ein bisschen mitbedenken, weil viele Beschwerden immer so unspezifisch sind. Dann hat er das mal, dann haben sie es nicht. Dann zieht es wieder dahin und so weiter. Jetzt wäre meine Frage mit dem Hintergrund, hattest du schon mal was in dem Knie? War da irgendwas? Vermutlich hatte ich da mal einen Kreuzbandriss. Gut. So, das sind jetzt mehrere Faktoren, die ich mir angucken würde, ne? So, dann leg dich mal hin. Ich nehme den Kopf einfach mal in die Hände. Du atmest ganz schön, weil du hast nämlich hier oben eine total weiche und wirklich angenehme Muskulatur. Man kommt gut an den Schädel ran. Rechts ist ein bisschen blöder. Hier wirst du es merken. Mhm. Da? Ja. Das heißt, die Wirbelkörper stehen ein bisschen blöd. Dann würde ich mir auf jeden Fall auch die Atmung angucken. Das heißt, atme mal tief ein und aus.
Dabei guckt man sich jetzt an, ist wirklich alles belüftet, also geht das so runter, die Lungen gehen ja bis zum Zwerchfell ran, hier links liegt das Herz und die Lungenflügel und dann hast du halt hier oben die Spitzen und ich gucke einfach nur, belüftet der alles gleich doll. Man kann hier oben auch noch die Finger anlegen. Atme nochmal. So, ich würde jetzt sagen, hier ist auch die erste Rippe blockiert. Im Lendenwirbelsäulenbereich gucke ich mir erstmal die Elastizität an. Das heißt, ich gucke, wie ist das Becken beschaffen. Dann, ich mach mal das T-Shirt weg und gucke mir den Bauch an. So, Bauchmuskeln. Endlich mal ein Sixpack, weißt du? Ja, genau. Und guck mir mal nur die Beschaffenheit an, so mit ausgestreckten Beinen. Wie ist das Gewebe? Wie ist die Struktur darunter? Und würde zum Beispiel mal fragen, tut das, merkst du das hier? Ist das unangenehm? Nee. Okay. Ist es hier unangenehm? Nein. Okay. Jetzt sieht man auch an den Füßen einen deutlichen Unterschied. Die Füße stehen eigentlich so auf, ich würde mal sagen, ja, 10 nach 11. Ja, der rechte rotiert immer noch aus. Ich kann ja auch nicht sagen, woran es liegt. Und das ist bedingt durch einen Überzug des Hüftbeugers an der Seite. Weil der Hüftbeuger, und jetzt ist das Besondere, es war ja rechts, ne? Der Hüftbeuger setzt an der Innenseite des Oberschenkels an, zieht durchs Becken und geht an die Lendenwirbelkörper 2, 3, 4, 5. So, und damit ist eigentlich alles betroffen. Lendenwirbelsäule, Becken, Hüftbereich, Knie. Würde ich das jetzt entspannen, dann wären die Füße auf gleicher Position. So, die Füße sind so, jetzt will ich noch gucken, ob die Halswirbelsäule betroffen ist bezüglich deiner Beinlängendifferenz. Du legst dich mal auf den Bauch. So, und jetzt drehen wir den Kopf mal auf die rechte Seite, genauso wie du machen wolltest. Ich ziehe nochmal an beiden, lege nochmal an. Es bleibt so. Du machst ihn wieder gerade. Und jetzt drehst du den Kopf mal bitte auf die linke Seite. Es ist ein bisschen angeglichener, aber es bleibt immer noch so. Dann dreh dich mal wieder auf den Rücken. Also ich nehme den Kopf in die Hand und gucke mir mal die einzelnen Halswirbelkörper an. Geh also an die Querfortsätze ran und die stehen hier alle, kommen mir alle hier entgegen. Der ist schmerzhaft. Ja? Jetzt könnte ich natürlich chiropraktisch den versuchen zu reponieren, also manipulativ, einfach das Ganze reinzumachen. Damit musst du aber fragen. Keiner manipuliert irgendwo eine Halswirbelsäule nicht, um mit dem Patienten abzusprechen. Das würde ich jetzt nicht machen. Ich würde jetzt eine Etage tiefer gehen, weil ich weiß, dass seine rechte Rippe mir entgegenkommt. Du stellst mal beide Beine an, nimmst den Arm hier rüber, den darüber. Hier in diesem Bereich kommt der Dornfortsatz des Wirbelkörpers, sodass ich ihn gut in der Hand habe. Drehen also um, suche mir diese Stelle, gehe hier rüber, einatmen und aus. So, das war die erste Rippe. Hat man jetzt nicht gehört? Ich habe es gespürt. Und leg die Arme nochmal hin, Beine lang machen. Perfekt. Jetzt rechte Seite Lendenwirbelsäule, weiß ich, es muss irgendwas an der Lendenwirbelsäule. Setz dich mal auf die Bank, so wie auf dem Pferd, aber mit Blick nach da. Wir gucken uns die Lendenwirbelsäule an. Ich gehe mit den Fingern hier rüber und merke zum Beispiel hier mehr Widerstand als da. Jetzt mache ich Folgendes, weil das ist sehr gut zu sehen. Du legst mal die Hand auf diese Schulter. Ich umarme dich. Gehe mit meiner Hand an diesen Wirbelkörper ran. Du guckst über meine Schulter, links, sorry. Ich gehe in die maximale Dehnung und dann zack, zack. Jetzt ist ja neuronal etwas passiert. Das heißt, oben Anfang Brustwirbelsäule was frei, Lendenwirbelsäule was frei. Ich mache jetzt den gleichen Test wie vorher, ziehe an beiden Beinen, lege die Hacken aneinander und beide Füße sind auf einer Ebene. Wer es nicht an Louis Stelle war und was ist die Behandlung, was ist das Wichtige an dieser Behandlung? Das Einzige, was man vielleicht sagen muss, ist, dass es nicht an einer Sache liegt. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung und sage allen herangehenden Physiotherapeuten, guckt euch den gesamten Körper an, schaut euch an, was der Patient euch sagt, nehmt euch Zeit dafür und dann macht euch selber eine Struktur und einen Ablauf, wie ihr in dieser Behandlung voranschreitet. Und es muss eine Empathie da sein, das ist bei jedem Patienten so. Ohne Empathie läuft das nicht, da verkrampft der Patient. Und das ist das Hauptthema, was ich glaube ich am Anfang, was sein muss. Weil sonst klappt jede Therapie einfach nicht, wenn du kein gutes Gefühl zu dem Patienten hast. Und der Patient auch nicht zu dir. Also ich hoffe, dir geht's besser. Du bist gerne in Berlin eingeladen. Für alle da draußen, schön, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr sowas Ähnliches schon mal erlebt habt, so wie man das macht,
kommentiert das gerne unten, hinterlasst ein Like und abonniert auf jeden Fall den Kanal. Bis dann. Ciao. Liebe. Ciao.